Alter. Ich gebe euch Deckung. Runter von meinem. Runter. Runter. Bin immer noch da. Dann mal los. Die ist doch verrückt. Haha. Blöde Kuh. Oh Mann. Die ist echt ein bisschen benebelt, sag ich mal. Huch. Warte, das ist er nicht, ne? Nee. Der verkauft mir Mondzucker. Dieser hat etwas Süßes für Mitreisende, wenn es beliebt. Gib mal her. Wovon redet ihr? Das beste Skoma. Der süßeste Mondzucker. Natürlich zu einem guten Preis. Das scheint mir verboten zu sein. Ah, ein Spitzel, was? Ich kann euch jetzt ja wohl kaum zu einer Wache laufen lassen, nicht wahr? Inigo, mach mal. Danke. Pferd, weg. Cool. Jetzt noch ein alterer Käserad und Bier. Dann können wir uns ein L2er Fondue machen. Oh shit. Oh shit. Oh nein. Mist, Mist, Mist. Ah. Skyrim Physik, bitte lass mich nicht hängen. Schnell. Ja. Und hier ist der Eistroll. Und ich bin schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich habe keinen Bock auf den Penis. Da ist Inigo. Die muss doch kalt sein. Julia. Egal. Das Drachenblut ist da. Guten Tag. Da. Ach, da. Oh, the base is real. Meister Bori wird euch Wirbel beibringen. Das bedeutet Wuldwind. So. Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Holt! Ist doch gar nicht so schwer. Meister Wulfgar wird euch den Wirbelwindsprung vorführen. Anschließend seid ihr dran. Das sieht schon viel besser aus. Ich habe die Qualität von hoch, schräg, extrem, also so eine Mischung aus beidem, zu mittel gesetzt. Master Bori. Bex. Bex. Easy. Es ist erstaunlich. Ich. Aua. Ich will nur hier hoch. Eigentlich. Ihr könnt mich mal. Lass mich. Lass mich. Meine Güte. Arkentams. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Keine Ahnung. Ich sag Arkentams. Niemals. Ich gehe immer in Richtung Nase. Niemals. Wer spricht hier? Was macht ihr noch hier? Lasst mich raten. Ihr seid hinter dem Schatz her, nicht wahr? Wie all die anderen auch.
Wer seid ihr? Ich heiße Katria. War eine Abenteurerin. Ich habe 20 Jahre lang Ruinen wie diese durchforstet. Ich war etwas Großem auf der Spur. Es führte mich hierher und ich habe es nicht geschafft. Wonach habt ihr gesucht? Das ist eine lange Geschichte. Habt ihr schon mal von Aetherium gehört? Ein äußerst seltenes Zwergenerz. Es scheint, als mussten sie eine besondere Schmiede bauen. Die Aetherium-Schmiede, um es verarbeiten zu können. Die dort gefertigten Dinge waren so mächtig, dass sogar Kriege darüber geführt wurden. Und die Schmiede ging verloren. So die Legende. Diese Geschichte hat euch hierher geführt? Mein ganzes Leben lang bin ich dieser Legende nachgegangen. Bis mir mein verfluchter Schüler alles gestohlen und es unter seinem Namen veröffentlicht hat. Und jetzt finde ich keine Ruhe. Nicht ehe ich einen Beweis gefunden habe, um der Welt meine Entdeckung zu zeigen, dass mein Leben einen Sinn hatte. Aber es ist hoffnungslos. Ich bin hier gestorben wie all die anderen. Kehrt um, bevor ihr das nächste Opfer werdet. So schnell gebe ich nicht auf. Ich will euch nichts ausreden. Ich weiß. Ich war einmal genau wie ihr. Nun, wenn ihr es wirklich schaffen wollt, werdet ihr etwas Hilfe brauchen. Wollt ihr, dass ich euch helfe? Sicher. Also gut, dann führt uns. Gut, Ich erreiche den Gipfel des Arkentams. Ja, sorry, aber die war besser. Ein Grund mehr, warum ich Inigo mitnehme. Weil er wirklich kaum OP ist. So, packt die KI von denen das denn? Ja, ich hoffe, die schafft es auch hier runter. Ja, sieht nicht gut aus. Berührt sie einfach, dann machen sie, was auch immer sie machen sollen. Inigo? Ah, oh, dieser Khajiit, ne? Mein Gott. Ja, das ist echt schlimm mit den Fliegen, vor allem bei Mücken. Ich
zack und bam. Jawohl. Tote Farme, gute Farme. Aua. Schlafbaumsaft. Hm. So. Zack und tot bist du. Neue Stufe erreicht. Juckt mich gerade nicht. So. Nehme ich gerne an mich. Oh nein, gleich kommt mindestens ein Chaos. Ich erinnere mich. Es ist echt schwer, was zu verstehen bei dem ganzen Bass hier. Normaler Fall mehr. Enigo. Hat sein Hirn schon wieder aufgehört zu funktionieren, oder wie? Hallo. Enigo. Du bist dran. Mit Pharma ist es noch so klar. Aber nicht mit Chaos. Okay. Ich glaube, hier lang war eine Truhe. So. So und bam. Okay. Nichts wirklich, was ich gebrauchen kann, außer das Gold vielleicht, aber naja. Jetzt habe ich nichts. Wo Lydia ist, keine Ahnung, mir egal. Indigo. Boah, diese Pfeife, ey. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie der Bogen da hingekommen ist, wenn die runtergefallen ist. Egal. Sapphire. Klar. Das kann jetzt lustig werden. Wenn die keine Ahnung haben, wie sie da hochkommen sollen. Oh Mann. Wir sind ja gleich wieder draußen. Achso. Alten Gems. Inigo, guck doch nach oben, da hast du doch offenen Himmel. Was denn? Kein Problem. Ah,
Diese. Okay. Also, ihr könntet dort weitermachen, wo ich einst aufhörte. Meine Notizen sollten noch in meinem Tagebuch stehen, falls ihr sie lesen könnt. Denn vielleicht findet sich bei einem unserer Vorgänger ein Hinweis. Das wäre natürlich sehr praktisch. Oh, hätte das denn gedacht? Okay, jetzt brauchen wir nur noch einen Eidara-Käsesalat. Dann gibt es einen L2 Fondue. Bücher. Papierfetzen. Die 3, 2, also Nummer 3 erst, dann was hat die Katria? Also zuerst kommt die 3. Also unten links, unten rechts, oben links. Links, unten rechts, oben links, oben links, oben links. Oben links. Oben links. Ah. Oben rechts. Unten. Das ist sie. Wer? Also, ist es wahr? Was? Was ist das? Lasst mal sehen. Seht euch den Rand an. Hier ist ein Schnitt. Ein präziser Schnitt. Hättet ihr noch ein Stück in ähnlicher Größe, würde es einschnappen. Ich habe einmal eine Zeichnung davon gesehen. Dieser Splitter ist Teil eines Schlüssels. Ein Schlüssel aus reinem Ethereum. Der Schlüssel zur Schmiede. Und was nun? Wir müssen natürlich noch die anderen Teile finden. Es müsste noch 3 weitere geben. Eines für jede der 4 Städte, die an der Schmiede mitgearbeitet haben. In meinem Tagebuch hatte ich eine Karte. Damit sollten wir anfangen. Und was dann? Wir müssen noch immer die Schmiede finden. Ich hatte einen Hinweis, wo sie ist. Es gibt viel zu tun. Ich mache mich auf den Weg und suche nach Hinweisen. Wir sehen uns bald wieder. Bestimmt. Das hoffe ich. Nach so langer Zeit habe ich das erste Mal das Gefühl, dass dass wir es schaffen können. Und das habe ich euch zu verdanken. Vielen Dank. Kein Ding. Ich helfe gerne. Jungs, Pause. Enigo geht, glaube ich, den langen Weg zurück. Egal, der ist gleich wieder bei uns. So, erste von 4 weiteren Sachen für diese Questreihe erledigt. Wir sollten allerdings noch einiges aufleveln, bevor wir jetzt das letzte machen. Das könnte krass werden, andernfalls.
Jürgen Windrufer oder... Ja, komm, wir machen mal Jürgen Windrufer dazu. Nach Einsamkeit.